Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ich habe mich mal kundig gemacht. Den Stör, den kriegen wir jetzt im Winter noch. Aber den Blaubarsch leider erst im Frühling, wenn es regnet. Oder Frühling, Sommer und Herbst. Auf jeden Fall Frühling war dabei, das war mir wichtig. Wahrsager. Ah, gutes Glück und Wetterbericht. Ein paar Zentimeter Schnee. Ich habe auch noch mal geguckt wegen der Süßkartoffel. Wir können die entweder anbauen über die Wintersaat. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch mal von Pierre bekommen. Oder die liegt hier unter etwas Schnee. Ah, guck mal, wir direkt was an Gunther geben. Wenn wir da Glück haben. Wir haben hier ein Entenei. Sehr schön. Das Entenei werden wir direkt abgeben. Na, das läuft ja schon mal super. Ja, wie gesagt, also diese Süßkartoffel finden wir sogar hier an der Oberfläche. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja, sehr schön. Klappt alles wunderbar. So, jetzt geben wir nur die Eier rein. So, wir hatten doch noch welche. Fehlt doch wieder eins. Das sind die Enteneier. Ah, da hat einer keins gegeben. Na, wisst ihr was? Dann nicht. Mir egal. Ich habe wieder was vor. Und ich habe schon geguckt, wo wir den Stör am besten bekommen. Und zwar ist das wirklich oben am Bergsee. Also diese Seite, die Wiki-Seite von Stardew Valley, ist wirklich sehr zu empfehlen. Ne? Ich wollte es halt versuchen, mal ohne. Aber es ist doch immer wieder informativ, was man da so herauslesen kann. Ich weiß natürlich auch nicht alles. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, da haben wir jetzt ja mehr als genug rausgekriegt. Wir brauchen auf jeden Fall Ziegenmilch. Andere ist jetzt keine große. So, dann machen wir jetzt hier was mit raus. Wir können dann auch noch mal, wenn ich das hier so beobachte, noch mal so einen Käseautomaten auch für die Ziegenmilch machen. Ich will mal gucken, bei der Speisekammer hatten wir jetzt hier irgendwas mit Entenei, genau. Ist egal, also ein großes gibt's gar nicht, ein großes Entenei. So, da haben wir jetzt soweit alles. Ja. Geben wir gleich mal den Käse weg. Wie gesagt, durch diese weiteren Maschinen könnten wir da noch mal ein bisschen was an Käse rauskriegen. So, hier haben wir noch was zur Verarbeitung. Dann machen wir mal die zwei. So, das bleibt hier drinne. Hast du hier Wein? Nö, der gärt immer noch vor sich hin. Wir können aber trotzdem erstmal das verkaufen. Den Rest lassen wir erstmal so, wie er ist. Ja, das Gute ist, wir brauchen jetzt eigentlich gar nicht mehr das, ne? Also wir brauchen jetzt keinen Köder mehr. Zumindest sollte es jetzt ohne gehen. Gehen wir jetzt erstmal hoch zum Bergsee. Und versuchen jetzt endlich diesen Stör rauszukriegen. Er soll zwischen 6 und 19 Uhr kommen. Also da brauchen wir gar nicht versuchen, irgendwie abends den zu angeln. Das bringt nichts. Und er ist natürlich nur hier zu kriegen. Am Bergsee. Zeit her stimmt.
Wollen wir mal direkt loslegen. Ob da jetzt immer mal Müll rauskommt, das ist mir jetzt eigentlich egal. Na, jetzt ist es kaputt. Eigentlich brauchen wir das jetzt nicht mehr. Müsste nach wie vor gut gehen. Forellenbarsch. Wir sind aber auf den Stör aus. Den wollen wir haben. Und ist er's? Ist er's? Nee. Aber nah dran. Uiuiui, das ist wieder ein heftiger Fisch. Das könnte durchaus sein, weil der soll ja auch sehr, sehr wertvoll sein. Jawohl, da ist er doch. Der Stör, den wollten wir haben. Was ist denn hier oben? Hier oben haben wir noch was. Vielleicht ist es sogar die Süßkartoffel. Dann sind wir heute sehr gut dabei. Ja, wir gucken mal. Er ist nur der Winterwurzel. Können wir die ihm schenken? Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ach, wir haben uns seinen Geburtstag gedacht. Ah, Winterwurzel. Gefällt mir also. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, wir können ja heute mal gucken. Ich glaube, Robin ist heute unnicht da, ne? Heute ist sie doch... Nee, heute ist immer da. So, Baumstammstück. Steinbodenrezept. Das wollte ich mal haben. Oder Ziegelboden. Das sieht natürlich auch geil aus. Steinweg. Strohbodenrezept. Ich hätte gern die... Wir nehmen die Ziegel. Ah, kosten 500. Ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß. Aber hast du nicht noch irgendwas gesagt von einem... Von einem... Dielenboden, Laternenpfahl, Eisen... Nein, wir müssen uns zurückhalten. Laternenfall machen wir noch, aber das später. Weil dann können wir nämlich auch Holzhack... Ah, oh, Holzhackmaschine. Setzt ein Stück Hartholz ein, um es in normales Holz zu zerlegen. Ach, nö. Nö, nö, nö. Nö, das ist mir zu doof. Da fäll ich lieber ein paar Bäume mehr, als dass ich so einen Quatsch mache. Nö. Definitiv nein. Haben wir wieder einen schönen Krokus. Aber immer noch nicht das, was wir haben wollten. So, wir können ja gleich nochmal unten gucken. Da ist ja immer dieser schöne Laden. So. Stör. Bündel komplett. Ah, fehlen nur noch zwei. Ah, toll. Wir haben das gekriegt, was wir zwar nicht mehr brauchen, aber okay. Ist okay. Also, es fehlt jetzt wirklich nur der Sandfisch und der Blaubarsch, der im Frühling kommt. Definitiv. Ich guck gleich nochmal hier. Mittwochs ist Ruhetag, Sauerei. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was gibt's hier? Ja, heute ist sein Geburtstag. Nachtmarkt? Hm. Wenn das der Markt ist, den ich denke, dann bin ich nochmal zusätzlich begeistert. Ich will doch bloß... ich suche mir jemanden, der mir 35 Kupfererz bringt, 380 Gold. Clint. Nö. Gerade nicht.
So, jetzt geben wir das erstmal nochmal ab. Einmal hier runter. Aber gut, dass das jetzt erstmal mit dem Teil geklappt hat. Nein, ich will den nicht essen. Museum spenden. Da können wir wieder was unten abgeben. Aber keine Belohnung. Ach, wir wollten ja auch noch das Entenei abgeben. Ach Mensch, so viel, an was ich denken muss. So viel, an das ich denken muss, was ich abgeben wollte. So. Ich warte immer noch auf dieses... Ja, ich bin mal gespannt, wo wir es rauskriegen. Dieses nette Teilchen. Wir können ja auch mal gucken, ob der Joja-Markt offen hat. Ich weiß, ich mag ihn nicht. Aber ich hätte schon gern diese Wintersaat. Tüt, 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 tüt. Da wird man hier bei der Speisekammer dann nur noch, bei der Speisekammer, ja. Nur noch die Ziegenmilch brauchen. Ich habe sie nur in klein da, aber ich denke mal, das wird er nicht nehmen wollen. Haben wir das dann auch schon abgefertigt? Dann fehlt wirklich nur noch das hier. Ja, der Ziegenkäse. Was war's hier? Große Ziegenmilch, Ziegenkäse, ja. Und dann noch halt was von den anderen Teilen. Und hier ist es nur noch das Frühlingspaket. Das kriegt man auch noch hin. So. Suchen wir mal weiter nach unserem, unserer speziellen Süßkartoffel. Ich bin natürlich immer noch der Meinung, die werden wir größtenteils auch, mit einer Mine finden. Ich glaube zumindest, dass ich es schon mal an der Mine gefunden habe. Kann mich aber auch irren. Tüm, 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 tüm. Oh, Robin, dich trifft's gerade gut. Ein wirklich nettes Geschenk. Ha, wieder Pluspunkte gesammelt. Ich habe heute Morgen einen Schneehasen gesehen. Die sind selten, oder? Hm. So, dann will ich nochmal hier in die Mitte gehen. Was haben wir hier? Ah, wieder schöne Kristallfrucht. Wir werden diese Süßkartoffel schon finden. Irgendwo wird sie versteckt sein. Und wir wollten immer noch zu dem Laden gehen. Da gehe ich jetzt auch gleich hin. Ah, hier haben wir nichts versteckt. Nichts versteckt. Also nichts Sichtbares versteckt. So, hier auch nicht. Naja gut, dann gehen wir erstmal hoch. Schau mal, was die nette Dame so hat. Die war ja, oder ist, beziehungsweise ist immer hier oben. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tüm. Hui, so viele tolle Sachen. Stechpalme, können wir das auch stattdessen abgeben? Nee, es geht ja hier um die Kammer. Nee, leider nicht. Aber war die irgendwo mal gewesen? Nee, ja. Eine Speisekammer zumindest nicht. Aquarium, Tresor, schwarzes Brett eventuell. Nö. Also mal was Seltenes. Was Seltenes, was Seltenes. Der Zug fährt durch Sterntotal. Ganz toll, da komme ich jetzt nicht hin. Die ist gar nicht da, hä, mit ihrem Laden. Wahrscheinlich heute auch Ruhetag. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. 18 Uhr. Ja gut, die wird jetzt auch nicht mehr offen haben. So, da gehen wir jetzt erstmal rüber. Versuchen jetzt nochmal so ein paar Fische zu angeln. Weil wir wollen jetzt die 25.000 voll kriegen, dass wir wieder was im Gemeinschaftszentrum abgeben können.
Da will ich jetzt wirklich wissen, was das betrifft. 1000 brauchen wir mindestens. Also ich gucke jetzt gleich nochmal hier, ob wir hier irgendwas haben. Sehr gut. Alles, was uns hilft, diese 1000 zusammenzukriegen, das nehmen wir natürlich. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, das, was wir alles jetzt da haben oder verkauft haben, müsste eigentlich auch ausreichen. Wir können natürlich jetzt auch noch ein paar Tintenfische sammeln, ne? So ist ja nicht. Oh, da drüben haben wir was Schönes. Ob wir da hinkommen? Nö. Das ist ein bisschen schief, hä? Genau. Hätte mich auch gewundert. Im Endeffekt kannst du ja wirklich nur in eine Richtung angeln. Kann ja nicht so quer angeln. Komm, sei nett. Keine Ahnung, ob wir das schon haben oder nicht haben. Ein interessantes Fossil. Es wäre halt gut gewesen, hätten wir dort angeln können, aber das klappt noch nicht. So, da sammeln wir auch gleich Gold, wenn wir die 25.000 abgeben. Zum einen für unsere Ausrüstung und zum anderen, ihr wisst ja, ich möchte ja unbedingt dieses Lava-Katana haben. Das wäre mir besonders wichtig. Und das kostet, glaube ich, auch nochmal über 25.000 Gold. Weil sobald wir dann die Wüste freigespielt haben, oder dorthin reisen können, weil der Bus repariert ist, können wir das eigentlich direkt mit nutzen. Da erschreckt hier. Unser neues Schwert auszuprobieren. Das würde dann mehr Schaden machen, weil die Monster in den Minen dort hinten sind ja schon etwas heftiger. Bisher läuft es eigentlich ganz gut, ne? Fische beißen gut an. Wo ich immer noch der Meinung bin, wir brauchen ja eigentlich dieses Teil nicht mehr, diesen Köder. Aber wenn wir den einmal geschenkt kriegen, warum sollen wir den nicht mitnutzen, ne? Sind ja jetzt Fischerfahrer. Ihr merkt es ja selber, geht im Sekundentakt, da beißen sie an. Sehr gut. Da ist der Tintenfisch. Na komm, komm, komm. Also mit dem, was wir hier dann alles zusammenkriegen an Einnahmequellen, können wir dann mit der Zeit enorm viel draus machen und vielleicht dann auch schneller Einnahmen generieren mit unserem Hof. Das wird schon. Aber am Anfang heißt es halt wirklich sehr, sehr viel angeln, ne? Ihr wisst ja, dauert alles seine Zeit und das Gold kommt halt erstmal nur schleppend rein. Ich muss sagen, mich stört das eigentlich eher weniger. Das Angeln an sich macht ja eigentlich schon Spaß. Ich finde es gar nicht so wild. Dachte mir jetzt gerade, eigentlich habe ich ja einen Krokus schon verkauft. Verschenkt. Aber ich habe ja einen neuen gekriegt. So, dann können wir jetzt hier gleich nochmal gucken, was haben wir hier Schönes.
Na komm. Ein bisschen Eisenerz. Ich muss schon sagen, eine reichliche Beute. Also so ist es nicht. Hat wieder viel, viel angebissen. So werden wir die 1000 auf jeden Fall zusammenkriegen, die wir noch brauchen. Und können in der nächsten Folge wieder was freischalten. Und schon mal sammeln. Ich bin noch am Überlegen, ob vielleicht erst für das Lavaschwert oder schon mal für das Haus. Aber das Lavaschwert wäre so cool. Ich weiß. Das wäre so toll. Oh, es dauert halt. Dauert halt wirklich. Aber den Rucksack konnten wir uns ja auch nach einer Weile dann ersparen. Und ihr seht ja, wie wichtig der im Endeffekt ist, ne? Wenn du so eine erfolgreiche Beute haben willst. Will ich halt nicht wegen jedem Mist wieder nach Hause rennen. Na komm. Langsam wird es weniger, ja? So. Jetzt wären es aber auch die letzten Fische, die ich hier angel. Es scheint wieder ein Tittenfisch zu sein. Ist immer besonders schwierig. Komm, 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 komm. Sehr gut. Und was haben wir hier? Zahnrad. Können wir verkaufen. Das Gefundene. So, letzter Fisch. Wieder ein Tittenfisch. Und gleich wieder so eine schöne Belohnung. Heißt, wenn wir den rankriegen. Und der sich nicht so sträubt. Das war jetzt gleichzeitig. Ah, Magma Geode, sehr gut. So, dann wird es jetzt auch Zeit. Jetzt müssen wir langsam mal zurück. Einmal das Zeug verkaufen und dann ab ins Bett. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Das hat super geklappt. So, ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit der Ausbeute. Es war jetzt nicht verkehrt. Und wir kriegen jetzt, wie gesagt, das zusammen, dass wir den Tresorraum jetzt renovieren können. Ne, das waren jetzt die 25.000, die wir gebraucht haben. Hätte ich jetzt fürs Lavaschwert auch ausgeben können, aber... Ich gebe es ins Gemeinschaftszentrum. Die können es jetzt gebrauchen. Um sich da ausbauen zu können. Sind ja mal nicht so, ne? So, also, der Krokus, wir verkaufen ihn. Tintenfisch, Kristall, das, das. Das kann auch weg. Ja, weg. Immer weg. So, Entenei haben wir eigentlich schon abgegeben. Da machen wir keine Mayonnaise jetzt draus. So. Ziegenmilch. Verkaufen wir jetzt mal auch. Hier das noch weg. Und dann sind wir eigentlich schon sehr, sehr glücklich. Kommt hier noch rein. Und jetzt geht's schnell ab ins Bett. Und dann schauen wir mal, was wir an Gold so gemacht haben. Ich muss sagen, ist ja schon ordentlich. 7057. Und allein unsere Angelaktion jetzt nochmal zum Abend, ne? Das war jetzt wirklich nur der Abend. Kann sich schon mal sehen lassen, ne?
kein Beitrag dran an unsere gute Produktion hier. Oh, ist schon toll. Ist wirklich toll gemacht. So. Also können wir jetzt mit den 7000 quasi schon mal was finanzieren. Wir haben 31.000 jetzt zusammen. Sehr gut. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.